Grüß Gott, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Sonntag, der 27. Oktober und wir haben 15.32 Uhr, wenn ich diesen Film hier starte. In diesem Clip geht es um Infineon. Und die Frage drängt sich auf, kann Infineon im Fahrwasser der großen Intel, die letzte Woche Zahlen gebracht hat und dann am Freitag 8% stieg, kann sie da vielleicht mitschwimmen? Eins vorab, die Infineon veröffentlichen am 12.11. ihr Jahresergebnis, hatten ja im Frühjahr die Prognose etwas gesenkt. Daraufhin ging der Kurs hier deutlich herunter, aber sie scheinen sich für mich auf den ersten Blick einen schönen Boden gebildet zu haben. Der Chart, den Sie vor sich sehen, ist vom 31.10.2014, also schon eine ganz schön langfristige Geschichte. Und Sie sehen, diese großen, schnellen Bewegungen, dafür sind Infineon bekannt. Das ist also nicht unbedingt nervöser Wert, so möchte ich es nicht sagen, aber die können auch schon mal ziemlich krass hin und her pendeln. Hier haben wir es dann auch gesehen nach den Zahlen. Das ist eine Reduktion von 21 auf 13,80. So, und jetzt schauen wir uns den Infineon mal ein bisschen näher an. Hier ist jetzt nach wie vor eine Kerze, ein Tag. Ich beginne mal mit den Trends. Da haben wir hier oben den von 25,80. Ich ziehe das schlicht und ergreifend über die bestehenden Hochs und hole dann den Chart näher ran. Das ist also eine Technik, die mache ich fast immer so. Ich kann den Chart mir hier ein bisschen runterholen, ein bisschen enger machen und dann ziehe ich mir von dieser Linie gleich die zweite. Das ist eine Gang und Gäbe Technik und lande dann hier. Ich mache es mal ein bisschen dicker, dass Sie das besser sehen. Ich kann aber auch gleichzeitig einen von hier unten ziehen. Das ist überhaupt kein Problem, weil das bietet sich an. Ich nehme hier das Tief und verbinde es über die nächsten Berührungspunkte. Es ist nicht schlimm, wenn wir hier mal kurz drüber gehen, wenn dann der Schlusskurs oberhalb von diesem Trend liegt. Was Sie jetzt hier sehen, ist eigentlich ein intakter mittelfristiger Aufwärtstrend hier seit Juni. Wir haben ein Hoch, ein höheres Tief, höher als das hier. Ein höheres Hoch, ein höheres Tief, höher als das hier. Und momentan schickt sich Infineon an, mit der 200-Tage-Linie zu spielen. Das ist diese hier. Liegt momentan bei 17,65. Das ist auch für Endanleger und für längerfristige Investoren immer eine ganz interessante Marke. Sie sehen, hier sind wir rangegangen, abgebrochen. Einmal kurz drüber und sofort wieder drunter. Das ist schon recht wichtig. Für mich allerdings ist die Verbindung aus dieser 200-Tage-Linie, die hier einen sogenannten Haufen bildet, ein Cluster mit diesem kleinen Downtrend, den wir haben von Mitte April, ist recht wichtig. Wenn wir das hier überbieten, wir sind nämlich auch schon über dem oberen Bollinger-Band, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir diesen Bereich hier rausnehmen. Und dieses letzte Hoch lag bei 18,62. Der Analysten-Support seitens verschiedener Häuser ist recht positiv, soll sagen, dass man insgesamt gute Zahlen erwartet und dass der Wert momentan Ziele hat, so um die 23. Da wären wir also noch ein bisschen weiter hier oben. Wir sind von der Technik her, hier haben wir den Trendfolger MACD, sind wir positiv. Wir sind auch positiv über die Stochastik. Aber selbst wenn das jetzt hier noch ein bisschen höher geht, wenn der Wert es schafft, und schnappt sich hier den Bereich von 18,65. Das ist nur noch ein Euro. Es ist nicht viel. Das kann Infineon in einer Börsensitzung machen. Dann ist es egal, ob die Technik als überkauft gilt oder nicht. Für Anleger, die damit rechnen, dass der Wert hier drüber geht, kann ich mir entweder einen K.O.-Schein hier unten drunter aussuchen. Da wären wir hier also 15,27. Ich kann aber auch meines Erachtens nach eine Etage höher gehen. Da sind wir hier bei 15,77. Hinter diese letzte Kerze, diese letzte tiefe Kerze, aber wenn es geht, unterhalb des Downtrends. So 15,64, das wäre eine Basis. Und dann liegen wir schon direkt hier bei diesem Schein. Das ist eine Basis 15,61. Das ist von der UniCredit ein unlimitierter, ein Open-End-Schein. Das heißt, er verändert jeden Tag seine Basis leicht nach oben. Und die Kennnummer in diesem Schein ist die HZ44ZG. Dieser Schein kommt bei mir dann in Betracht, wenn wir den Bereich des Downtrends hier bei 17,87 mit Schlusskurs überbieten. Für jene, die nicht davon ausgehen, dass wir dieses
dieses Hoch hier überbieten und sich vielleicht an diesem Downtrend halten, der jetzt ein Jahr alt ist, bietet sich eine Option an, eine Put-Option mit der Basis 19,60, sodass wir noch oberhalb von diesem Trend sind. Nicht jener, sondern dieser hier, der längere. 19,37 im Moment. Und da bietet sich dieser Schein hier an. Das ist ein 8,8er Hebel, es ist ein 19,55er Schein, ebenfalls unlimitiert von der UniCredit. Auch hier reduziert sich die Basis jeden Tag ein wenig. Und die Kennnummer ist die HZ1F5Q. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.